Der Strom fließt und damit herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute mit dem neuen Ford Kuga in der dritten Produktgeneration. Wir fahren ihn als Plug-in Hybrid und wie ihr es kennt, schauen wir uns den Wagen außen an. Wir schauen ihn uns im Innenraum an, was die Platzverhältnisse machen. Wir fahren ihn. Es gibt natürlich auch einen Fahrbericht dann dazu. Und am Schluss gibt es von mir die Frage beantwortet: kaufen oder nicht kaufen den neuen Ford Kuga Plug-in Hybrid? Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Video zu liken und unten zu kommentieren, damit ich eure Meinung da draußen kenne. Und jetzt viel Spaß. Schau mir in die Augen, Kleines oder Kleiner in dem Fall. Der neue Ford Kuga steht hier vor uns und das in meinen Augen wirklich mit einem tollen Design. Vorne sehr gefällig, so ein bisschen Kermit finde ich, wenn man ihn von vorne sieht mit dem Tagfahrlicht. Dann haben wir hier die ST-Line X-Variante. Das ist die höchste Ausstattungslinie, die Ford bietet für den Kuga. Die erkennt man an glänzend schwarzen Einlässen. Hier rund um den Kühlergrill oder hier unten im Stoßfänger. Wir haben 19 Zoll Leichtmetallräder hier verbaut. Rote Bremssättel enttarnen zusätzlich die ST-Line X. Variante. Es gibt übrigens nur noch Ausstattungslinien. Trend, Cool Connect, Titanium, Titanium X, ST-Line und ST-Line X. Und ansonsten Ausstattungspakete. Darin wurden die ganzen Ausstattungssachen, Einzeloptionen zusammengefasst. Wenige Ausstattungsoptionen bleiben dann noch einzeln konfigurierbar. 4,61 Meter bzw. 4,63 Meter hier mit der ST-Line ist unser Ford Kuga lang. Das ist ein Längenzuwachs um knapp 9 cm gegenüber dem Vorgänger, der deutlich kantiger wirkte. Hier auch mit einer eher leicht abfallenden Dachlinie nach hinten. Dann haben wir natürlich hier vorne den Ladestecker für den Plug-in-Hybriden und da hinten geht dann der Sprit rein. Wer ihn auch so von der Seitenlinie betrachtet, finde ich persönlich, sieht man so ein bisschen Porsche Cayenne. Gerade hier im Frontbereich, finde ich, sieht man da so ein bisschen Ähnlichkeit, was ich ganz praktisch finde. Oder natürlich der ein oder andere Porsche-Besitzer vielleicht nicht so schön findet. Der Radstand ist auf 2,71 Meter angewachsen, damit 20 mm länger als beim Vorgänger. Somit ein wenig verbesserte Platzverhältnisse innen, beziehungsweise auch die Innenbreite ist deutlich besser geworden. Das Heck offenbart hier tatsächlich noch zwei echte Endrohre, das finde ich sehr, sehr schön. Die Lackierung heißt Chroma Blau und hatte ich bereits auch schon am Ford Focus Active Turnier. Den dürft ihr euch mal nämlich anschauen. Verlinke ich euch auch oben rechts. Der hatte zudem auch die gleiche Plattform, denn der neue Kuga basiert auf der neuen C2-Plattform, die der Ford Focus eingeführt hat. Und mit der baut er jetzt auch auf. Schauen wir einfach mal an, was hinter der elektrisch arbeitenden Heckklappe sich so verbirgt. Nach dem Öffnen der elektrischen Heckklappe gibt es so einen kleinen Schockmoment für Ford-Kunden, denn der Kofferraum ist in der Tat kleiner geworden. Wir haben jetzt lediglich 435 bis 1534 Litern bei den normalen Verbrennerantrieben oder 405 bis 1481 Litern bei der Plug-in-Hybrid-Variante hier. Die Kofferraumbreite ist tatsächlich mit 104 cm noch ganz ordentlich. Lediglich die Höhe mit 45 cm unter der Laderaumabdeckung bzw. 75 cm maximale Ladehöhe bis Dachkante. Das ist schon etwas gering für ein SUV. Die Tiefe ist allerdings ganz gut mit 88 cm. Wenn wir bis zur Rückenlehne einladen und die Rückenlehne auch nach ganz hinten gefahren ist, denn die Rückbank lässt sich nicht nur im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen, sondern auch verschieben und die Lehne in ihrer Neigung variieren, sodass wir dann tatsächlich bis zu 101 cm lange Gegenstände einladen können, wenn die Rückbank nach ganz vorne geschoben ist. Kinderwagen gehen hier wunderbar hinein. Die Lehnenfernentriegelung ist ebenfalls gut. Eine 12-Volt-Buchse
auch vorhanden. Der doppelte Laderaumboden ist beim Plug-in-Hybriden nicht zu nutzen, da darunter die Batterie sich befindet und auch der Stauraum für die entsprechenden Ladekabel. Setzen wir uns mal auf die Rücksitzbank des neuen Ford Kuga. So, Türe schließen. Während beispielsweise der Kollege Bernd Konrad hier hinten ja nicht so hundertprozentig angenehm sitzen konnte, Video oben rechts in der Beschreibung, sitzt der Ubi, der etwas breiter, dafür aber kürzer gebaut ist, deutlich besser auch hinter sich selbst mit 1,78, auf die der Sitz eingestellt ist, habe ich hier nämlich noch genügend Platz. Die Füße passen auch wunderschön unter den Vordersitz. Klar, die verschiebbare Rücksitzbank, ja, damit lässt sich dann natürlich die Kniefreiheit deutlich einschränken. Das ist keine Frage. Dennoch sitzt es sich hier unten wirklich sehr bequem. Ich finde auch die Rückbank ganz gut gepolstert, auch in einer angenehmen Höhe. Also bei mir natürlich so ein bisschen leicht ansteigend die Beine. Dennoch finde ich, passt das soweit gut. Bei der Kopffreiheit habe ich noch eine Faust Platz. Natürlich größer gewachsene Personen, da wird es dann eng mit dem Glaspanoramadach, was hier verbaut ist. Kopfstütze geht angenehm weit raus, das ist okay. Ich finde die Materialien hier drinnen natürlich eher robuster ausgelegt, nicht überall Feinkunststoff. Hier ist das alles Hartkunststoff, es ist zwar ein bisschen weicher, dennoch ist das nicht so, naja, hochwertig vielleicht wie in den Volkswagen-Derivaten, dennoch aber sehr gut verarbeitet. Wir haben hier hinten einen Luftausströmer, zusätzlich Sitzheizung an den äußeren Positionen. Ein 230 Volt Steckdose verbirgt sich hier hinter. Das ist auch sehr angenehm. USB-Schnittstellen gibt es hier keine. Dafür eben den 230 Volt Anschluss. Ist eine gute Kompromisslösung in meinen Augen. Für Kindersitze bietet sich hier an den Außenpositionen Isofix an. Die Isofix-Haken liegen offen, sind aber mit so einem Schacht abgetrennt. Da kommt der Kindersitz perfekt rein und raus. Auch die Kniefreiheit nach vorne reicht für Reboarder-Kindersitze hinter dem Beifahrersitz, wenn der nicht benutzt wird, auf jeden Fall auch aus. Angenehm, durch die großen Türeinstiege kann man auch die Kinder gut auf den Kindersitz setzen oder beziehungsweise in den Kindersitz hineinsetzen. Sonnenschutzrollos gibt es hier im Fond leider nicht. Das würde ich mir noch wünschen. Jetzt wünsche ich mir den Sitz vorne links und den schauen wir uns an. Der Einstieg auf die Vordersitze ist auch angenehm hoch. Wir steigen wunderbar gerade ein, was gerade ältere Personen natürlich sehr zu schätzen wissen. Oder aber auch Frauen, damit sie höher sitzen. Das tut man im Kuga wunderbar. Im ST-Line X sitzen wir übrigens auf sportlich ausgeformten Sitzen. Ich finde, die Sitzauflage ist ein bisschen kurz geraten. Da fehlt eine ausziehbare Schenkelauflage. Schade. Dafür gibt es die hier vorne elektrisch verstellbar am Fahrersitz. Der Beifahrersitz bleibt manuell. Die Kopfstützen. Mich wundert, dass hier der Kollege Bernd Konrad hier vielleicht nichts gesagt hat zu den Kopfstützen, denn ich finde sie relativ kurz. Für meine Körpergröße, da geht es gerade so rüber. Kopffreiheit habe ich noch genügend zum Panoramaglasdach. Das Lenkrad lässt sich natürlich ausreichend weit hier in Höhe und Tiefe einstellen. Finde ich auch gut. Ich sitze sonst bequem, habe genügend Kniefreiheit. Selbst die Pads hier an den Seiten sind wunderbar ausgeformt. Die Sitze auch angenehm. Wir haben hier eine Kunstleder- und Textilpolsterung. Die ist wirklich schön, ist angenehm, sieht gut aus mit den roten Ziernähten. Das Lenkrad fühlt sich auch wunderbar an mit dem Lenkkranz. Und der Innenraum, den schauen wir uns jetzt an. Wir sind im Innenraum angelangt mittlerweile. Und den möchte ich euch jetzt genauer vorstellen. Zunächst einmal machen wir die Zündung an. Der Startknopf befindet sich hier. So, wir lassen den Motor auch mal laufen, weil es jetzt durch die Sonneneinstrahlung hier durchaus wärmer wird.
So, und als erstes sehen wir das volldigitale Kombi-Instrument, das neue, was so auch bereits im Ford Puma Einzug gehalten hat und das erste Modell auch war, welches dieses volldigitale Kombi-Instrument hat. Ich habe euch das Video zum Kuga natürlich gleich mal hier oben rechts wieder verlinkt. Damit seht ihr, dass das Kombi-Instrument jetzt nicht wirklich viel hergibt an Einstellungsmöglichkeiten. Wir können zwar hier auf Navigation gehen, können da aber tatsächlich keine Navigationskarte anzeigen, was ich etwas schwach finde. Ansonsten sind nämlich auch die Einstellungsmöglichkeiten hier eher begrenzt. Das muss man einfach mal so sehen. Es gibt die Möglichkeit, dieses Display hier über diese Tasten einzustellen und dann hier tatsächlich zu blättern. Da sieht man auch dann relativ schnell, was so ein bisschen hier geboten ist. 19 Kilowattstunden ist der durchschnittliche Verbrauch, den man hat. Bei der nächsten Aufladung haben wir tatsächlich auch die vom WLTP angegebenen fast 56 Kilometer Reichweite. Das heißt, das ist sogar praxisnah. Wunderbar. 3,3 Liter auf 100 Kilometern ist der Benzinverbrauch. Daumen nach oben hierfür schon. Aber dazu kommen wir später. Schauen wir uns den Innenraum an. Das Multifunktionslenker gefällt mir gut. Ist unten abgeflacht. Bietet auch einige Besonderheiten, nämlich hier links ist tatsächlich die Bedienung des Tempomaten und des Abstandsregeltempomaten sowie den automatischen Ford Drive Pilot. Laut und leiser vom Audio haben wir hier noch untergebracht. Auf der rechten Seite, wie schon erwähnt, die Bedienung des Bordcomputers sowie des Head-Up-Displays, was sich hier befindet. Da sieht man auch die Einstellung, das ist eine Plexiglasscheibe, die ausfährt und da werden dann die Informationen rein projiziert. Das ist ganz ordentlich, gefällt mir ganz gut. Wir können das Ganze dann nämlich auch hier justieren, tatsächlich von der Position aus. Und da können wir es dann auch höher einstellen. So sieht man das vielleicht ein bisschen. Genau, wunderbar. Gefällt mir gut. Das ist auch eine schöne Auflösung. Auch das volldigitale Kombi-Instrument ist angenehm aufgelöst. Hier können wir übrigens dann noch die Assistenten zuschalten, den Spurhalteassistenten deaktivieren. Wir haben immer noch ein vollständiges Lichtschaltzentrum, was der Golf ja mittlerweile nur noch digital via Touch hat. Mir gefällt es so persönlich besser. Dann haben wir hier die Instrumente für Spiegelverstellung und Fensterheber. Wir sehen auch hier eine schöne Struktur, die man hier eingelassen hat, so ein bisschen so sternmäßig. Dann hat man hier Carbonleisten, das Ganze ist ein bisschen aufgeschäumt, die Materialien, wie gesagt, insgesamt sehr gut. Wir haben ein B- und O-Audiosystem mit 10 Lautsprechern hier drinnen. Die Türtafeln sind leider nicht ausgekleidet mit einem Kunststoff, bieten aber die Möglichkeit, hier wirklich viel abzulegen. Auch eine große Wasserflasche geht hier wunderbar hinein. Die Mittelkonsole, dann haben wir hier das Sync 3 Navigationssystem, jetzt auch mit Live-Traffic, das ist sehr zu empfehlen, wunderbar, freut mich sehr. Die Bedienung ist super, weil die Tasten sehr groß sind, das heißt also auch während der Fahrt ist die Bedienbarkeit sehr gut, da man die Tasten wirklich leicht und gut trifft. Man kann natürlich auch mit Apple CarPlay oder Android Auto navigieren. So, jetzt hat aber, dann haben wir noch diverse Einstellungen, Ford Pass Connect, wir haben auch ein E-Call an Bord für den Notfall. Die Kameras können wir sogar hier aktivieren. Finde ich auch sehr gut, dass der Knopf hier ist. Was man allerdings gemacht hätte können, den Warnblinkhebel vielleicht dahin und die Kamera runter. Naja gut, lassen wir mal die Luftausströme, haben wir hier. Dann ein einfach zu bedienendes Klimabedienteil. Natürlich sind die Tasten hier etwas, ja, ein bisschen klein gehalten. Dafür aber gut ablesbar für meine Begriffe. Auch die Temperaturregelung ist relativ einfach. Auch an und aus ist hier gut möglich. Finde ich einfach zu machen und gut zu handhaben. Da unten die Induktivladeschale gummiert, damit das Telefon nicht hin und her rutscht. Dann haben wir einen USB-Anschluss, A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. Sehr gut. 12 Volt haben wir auch noch. Das heißt, die Stromversorgung hier ist sichergestellt. Dann den Drehwheelhebel für das stufenlose Automatikgetriebe hier bei unserem Plug-in-Hybriden. Die Parkbremse, Auto-Hold-Funktion und die Fahrprogramme hier. Den Parkassistenten können wir aktivieren, die Einparkhilfe aktivieren oder die einzelnen Fahrmodi durchgehen. Wenn wir da mal ein bisschen durchschalten, dann sehen wir das auch hier. Das ist schön animiert, finde ich persönlich. Da sieht man dann auch gleich normal. So,
Sport, Eco. Also da kann man dann die einzelnen Modi wunderbar durchschalten. Die Elektrik-Modi sind hier durchzuschalten, EV. Wir haben den Normalbetrieb. Da regelt das System automatisch, wie der Antrieb arbeiten soll, elektrisch oder mit Benzin. Dann gibt es den rein elektrisch fahren, das ist, ich zwinge ihn jetzt elektrisch zu fahren, nutzt man dann natürlich in Umweltzonen vorwiegend oder aber in Wohngebieten. Dann, wir möchten uns die elektrische Reichweite aufsparen, weil wir nach Hause elektrisch fahren wollen beispielsweise, weil wir nicht am Ort arbeiten können. Oder aber tatsächlich den Akku aufladen mit dem Motorbetrieb, das geht natürlich auch. So, jetzt habt ihr den Innenraum schon so ein bisschen gesehen. Wir schauen nochmal hier so ein bisschen die Sitze an, damit ihr die auch nochmal seht. Die Rundumsicht ist insgesamt sehr gut geraten für meine Begriffe. Wir haben dann hier noch eine Mittelarmlehne, die verschiebbar ist und da kann man die noch öffnen. Darunter verbirgt sich dann noch ein Ablagefach. Handy kann man auch hier nochmal ablegen. Apple CarPlay, wie schon gesagt, zwei Becherhalter. Und dann, na, los geht's. Lange hat man sie gescholten ohne Ende. Sie wurden verrufen als unnötig, sinnfrei und einfach nur zusätzlich spritschluckend. Die Rede ist klar hier vom Plug-in-Hybriden. Das war da auch tatsächlich so gestimmt in meinen Augen. Nur jetzt bei den neueren Modellen ist das einfach nicht mehr der Fall. Wir sehen es hier beim Ford Kuga Plug-in-Hybrid wunderbar. 14,4 Kilowattstunden fast der Akku, der sich in 6 bzw. 3,5 Stunden wieder aufladen lässt, entweder 230 Volt Stuko-Steckdose oder Wallbox. Das ist auch in Ordnung, gerade für so ein Auto, was man zu Hause oder aber eher am Arbeitsplatz einfach lädt. Man hat natürlich den Benzinmotor, der es schafft, auch angenehm ruhig zu arbeiten, der 2,5 Liter Vierzylinder. Ist hier auch gekoppelt an ein CVT-Getriebe, also ein stufenloses Automatikgetriebe, was dafür auch sorgt, aufgrund des großen Hubraums, wo man am Anfang erstmal ein bisschen Angst kriegt, dass der Motor untenrum einfach noch genügend Drehmoment produziert, damit gar nicht so hoch drehen muss, sodass die Nachteile des stufenlosen Automatikgetriebes zum Tragen kommen, mit hohen Drehzahlen zu arbeiten. Im Gegenteil, das funktioniert wunderbar. Auch der Übergang vom elektrischen auf den Verbrennerbetrieb, der funktioniert im Ford Kuga wunderbar. Das Fahrwerk ist eher straff abgestimmt. Natürlich hier beim ST-Line haben wir auch noch eine sportliche Fahrwerksabstimmung. Die sorgt dafür, dass der Kuga sich schön um die Ecken bewegen lässt. Die Lenkung ist angenehm direkt, arbeitet auch schön, hat eine gute Rückmeldung. Dennoch im Stadtbetrieb bzw. auf Straßen mit schlechtem Untergrund, ja, da ist der Kuga aktuell doch schon etwas zu hart gefedert für meine Begriffe. Da müsste man entweder die ST-Line weglassen und zur Titanium oder gar zur luxuriösen Vignale-Ausstattung greifen. Hat sich hier gezeigt, auch beim Verbrauch, wie ihr schon gesehen habt, mit 19 Kilowattstunden ist er sogar relativ effizient, der elektrische Antrieb, und mit 3,2 Litern im Durchschnittsverbrauch Benzin auch angenehm sparsam. Somit passt diese Kombination doch eigentlich ganz gut zusammen. Ich bin angekommen an der Ladesäule wieder und führe unserem Plug-in-Hybriden jetzt auch wieder der elektrischen Energie zu. Hat das Ganze denn überhaupt Sinn? Ja, definitiv. Wie wir sehen, er verbraucht wenig elektrischen Strom. Benziner arbeitet sogar sehr effizient, was man nicht gedacht hätte. Das Fahrzeugkonzept wirkt richtig schön frisch und hat auch für meine Begriffe ein tolles Styling. Beim Innenraum muss ich natürlich sagen, ist er ein bisschen kleiner geworden. Vor allem was den Kofferraum angeht, das ist
sorgt dafür, dass es vielleicht nicht unbedingt das beste Familienauto ist. Dennoch, wenn man so zu zweit oder zu dritt unterwegs ist mit nur einem etwas größeren Kind und nicht unbedingt der Kofferraum vollends beladen werden muss, macht das Ganze hier Sinn. 26.300 Euro verlangt Ford im Übrigen für den Kuga als Verbrenner mit dem 1,5 Liter EcoBoost und 120 PS. Wer den Plug-in-Hybriden möchte, der muss mindestens 39.300 Euro investieren. Das ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Natürlich gibt es noch eine Förderung. Wer den Wagen als Dienstwagen nutzt, der kann natürlich auch von der vergünstigten Versteuerung profitieren. Dennoch sind dann, wenn man den Wagen so ausstattet, wie er hier steht, in der Titanium, in der ST-Line X rund 50.000 Euro fällig mit so ein bisschen Ausstattung. Naja, das ist natürlich schon eine ordentliche Holzhausnummer. Ob man das jetzt investieren möchte oder nicht, das sei dahingestellt. Wichtig ist aber jetzt, was ihr da draußen denkt zum neuen Ford Kuga und im Speziellen zum Plug-in-Hybriden. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ist für euch ein Plug-in-Hybrid interessant oder ist es vielleicht gar nicht? Und wenn er nicht interessant ist, warum nicht? Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich gar nicht privat laden kann zu Hause, habe aber hier im Ort eben eine öffentliche Ladesäule. Das ist auch nicht unbedingt viel teurer. Natürlich habe ich jetzt eher das Problem, dass der Wagen halt einfach zu lange am Stromnetz hängt. Da wäre mir ein CCS-Anschluss deutlich lieber. Aber gut, jetzt seid ihr aber wirklich dran. Ich habe genügend geredet für heute. Unten in die Kommentare reinschreiben, abonnieren den Kanal bitte und liken, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und von dem her, ich gehe jetzt mal erstmal einen Kaffee trinken und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.